auf jeden Fall. Nee. Oh. Oh. Bestes Deck im Format, würde ich sagen. Och, hört doch auf mit dem Scheiß. Oh. Leute, wie kann das denn wahr sein? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Solaris ersten Mal. Diesmal sind wir im Historic-Format unterwegs und diesmal zocken wir Mad Cow Storm. Ich war auf der Suche nach super interessanten und verrückten Decks und habe dann diese Deckliste gefunden hier, die von Jim Davis ist, und die Liste ist einfach extrem witzig, weil sie im Historic ist und wir spielen Bardot Cow. Eine Karte aus Eldraine, wer hätte es gedacht, selbst die Commons in Eldraine sind komplett overpowered. Und so auch hier der 4-Mana 3-3 Ochse, der uns einen Food-Token generiert, wenn er discarded wird. Naja, was ist die Idee? Wir wollen möglichst schnell eine Bolas' Citadel auf dem Battlefield haben und mit dieser dann gewinnen. Die Frage ist, wie machen wir das? Bolas' Citadel kostet sehr viel Mana. Wir sind limitiert, wenn wir die Karten von der Library spielen, dass wir nur ein Land pro Zug spielen dürfen. Und wir sind halt eben daran limitiert, dass wir nur 20 Lebenspunkte haben und uns jeder Spell super viel Leben kostet. Wie können wir die drei Sachen ausmerzen? Naja, zum Ersten müssen wir nicht unbedingt 6 Mana bezahlen. Wie ihr seht, wir haben nur 7 eigentliche Länder im Deck und die können auch alle gar kein schwarzes Mana bezahlen. Wir versuchen Bolas' Citadel ins Play zu cheaten. Das machen wir entweder über Refurbish, einfach indem wir ein Artefakt aus Battlefield holen, oder mit Trash for Treasure. Wir können ein Artefakt opfern und holen uns dann ein Artefakt aus dem Graveyard aufs Battlefield. Artefakt opfern ist gar nicht so leicht, wir haben nämlich gar nicht so viele, aber wir können ja eine Bartered Cow discarden, bekommen dadurch ein Food-Token, was ein Artefakt ist, und das funktioniert dann auch mit Trash for Treasure. Wir haben natürlich noch ein paar Clue-Token, die wir sacken können, eine Chromatic Sphere, aber das ist erstmal so dahingestellt. Dann Life-Totals. Life-Totals sind ein großes Problem, aber wenn wir Aetherflux Reservoir spielen und für jeden Spell, den wir spielen, immer mehr und mehr Leben kriegen, dann ist das auch gar kein Problem mehr, denn dann haben wir irgendwann mehr Lebenspunkte oder generieren mehr Lebenspunkte als die Mana-Value der Karten, die wir spielen. Zur Not haben wir aber auch Spells, die uns einfach Leben generieren mit Skyclave Cleric und Lightning Helix, sodass das auch, oder Thrilling Discovery, sodass das auch kein Problem darstellen sollte. Das letzte Problem ist, dass wir nur ein Land pro Runde spielen dürfen, deshalb spielen wir nur 7. Man hätte hier überlegen können, noch ein bisschen mehr zu cheaten. Wir versuchen hier mit 7 Ländern zu spielen und dann möglichst wenig Länder zu ziehen, beziehungsweise mit solchen Effekten wie Valakut's Awakening dann immer wieder frische Karten zu ziehen und so weiter und so fort. Ob das Ganze klappen wird, ob wir schnell eine Bolas' Citadel ins Spiel bringen können, dann 50 Lebenspunkte haben, dann mit dem Aetherflux Reservoir gewinnen, das wird sich herausstellen. Wir werden mal ein bisschen Historic antesten. Das Sideboard seht ihr hier, auf das gehe ich jetzt nicht explizit ein. Das ist halt einfach ein Deck, was, oder beziehungsweise ein Sideboard, was dazu da ist, um aktuell im Historic-Format auch einigermaßen gut abschneiden zu können. Wir wollen aber eh nur Best of One spielen, wir wollen die Fun-Matches haben und deshalb gehe ich jetzt mit euch einfach direkt rein in die Matches. So, dann wollen wir jetzt mal schauen. Ich meine, die Hand ist einigermaßen okay. Sie hat eine Menge Karten, die wir brauchen. Wir hatten nur noch keine Bolas' Citadel und keinen Weg, sie in den Graveyard zu legen. Wir haben aber die Möglichkeit, ein bisschen länger zu überleben. Mit Birth of Miletus und Chromatic Sphere. Der Punkt ist an der Stelle, wir haben dreimal den gleichen Effekt auf der Hand. Und das könnte ein bisschen zu schlecht sein. Deshalb nehme ich hier, glaube ich, einen Mulligan. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas besser. Ich würde hier mal, glaube ich, die Lightning Helix weglegen. Ja, ich lege mal Lightning Helix weg und dann schauen wir mal, ob das Ganze funktionieren kann. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe. Oh, Turn 1, Thraben Inspector. Offensichtlich spielen wir das Mirror. Ist ja klar. Oh, Bardot Cow, das ist voll gut. Das ist eine Karte, die ich auf jeden Fall discarden möchte. wenn unser Gegner jetzt auch Mad Cow Storm spielt, dann bin ich aber auf jeden Fall... Ne, oh. Oh. Ey, Talia ist ganz schön schlecht für uns. Das ist natürlich einfach eine gute Deckliste, ne? Wenn der Gegner sich überlegt, wir spielen halt einfach eine gute Humans-Liste mit ordentlich Hate. Ja, keine Chance. Da können wir nicht gewinnen. Es wird immer schwieriger für mich. Es wird immer schwieriger für mich, so absolut... Oh, das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Es ist gar nicht so einfach für mich, wollte ich sagen, mit solchen Decklisten immer noch mal ab und zu Spiele gewinnen zu können, weil, ja, also die Decks der Gegner auch in den Free-to-Play-Queues sind einfach zu stark und werden immer besser. Ich versuche es natürlich trotzdem weiterhin. Ich versuche immer wieder unermüdlich auch Wins zu erzielen, aber hier kann ich jetzt, glaube ich, schon die Abmoderation für dieses Match machen. Da war leider gar nichts zu holen. Oh, das ist eine sehr, 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 sehr gute Hand. Das Einzige, was uns fehlt, ist rotes Mana. Aber wir haben Faceless Looting, Bolas' Citadel. Ja, das müssen wir halt halten. In der Hoffnung, dass wir noch ein rotes Mana irgendwie ziehen werden.
Wenn ihr die Deckliste selber mal austesten wollt, dann schaut doch einfach unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal testen. Würde mich natürlich auch wie immer über einen Daumen hoch oder über das Drücken des Abo-Knopfes sehr freuen. Genau. Vielleicht probiere ich gleich das tatsächlich mal auf der Ladder aus. Weil ich habe das Gefühl, dass auf der Ladder das ein bisschen gebalanced wird mit der Stärke der Karten, die man selber spielt. Und wenn der Algorithmus sich hier diese Karten anguckt, dann würde er sich ja auch denken, oh, okay, das ist nicht so powerful. Dann werde ich vielleicht so gegen mittelmäßig starke Decks gepairt, während das hier im Free-to-Play eher nicht so der Fall ist. Ich will mal hoffen, dass Tempus noch da ist und wir jetzt gleich loslegen können. So, es scheint gut zu sein. Wir legen als erstes die Skyclave Basilika. Und ja, dann Birth of Miletus. Okay, Thrilling Discovery, nicht das Beste. Wir müssen jetzt irgendwie an ein rotes Land kommen. So, Plains schon mal rausgesucht. Ansonsten mache ich nicht viel. Ansonsten muss ich zur Hand Size discarden. Keine Talia jetzt bitte. Keine Talia, wenn es geht. Youthful Valkyrie, okay. Oh, rotes Land! Das ist ja richtig grande, Mann. Ja, Thrilling Discovery. Würde ich sagen. Ja. Discard Bolas Citadel und Faceless Looting. Oh, da ist noch eine Bartered Cow. Hervorragend. Ja, nächste Runde habe ich dann Bolas Citadel. Und da kommt auch schon die Polizei hier angefahren. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, weil es einfach zu schnell ist. So, wir gehen auf. Wir gehen auf 21. Ey, auf 21 ist das mega. Okay, dann spiele ich mal Trash for Treasures. Sacrifice das Artefakt. Hol mir das zurück. Opfere das Artefakt und dann gehen wir jetzt ab. Auf geht's. 23 Leben. Oben liegt Lightning Helix. Hier drauf. Bartered Cow. Kein Problem. Ah, gut, dass da ist das Land. Jetzt dürfen wir uns. Jetzt haben wir keinen Landdrop mehr für die Runde. Bartered Cow. Alles sehr, sehr teuer. Thrilling Discovery. Und da liegt noch ein Land, aber das ist nicht so schlimm. Ich discarde auf jeden Fall Bartered Cow und das. Irgendwann muss jetzt mal das Aetherflux Reservoir kommen. Okay, ein Mana. Aetherflux Reservoir? Es ist Looting, okay. Da ist. Ah nein, da war es oben. Shit! Okay. Discard, Bartered Cow und das hier. Noch ein Food-Token, Valakut's kurz Awakening. Da kann ich eigentlich für 0 spielen, ne? Oder kann ich irgendwie für einen Mana irgendwas machen? Nö, ich kann es einfach für 0 spielen. Ja, wobei, ich kann das. Ich kann es ja. Ich kann das Aetherflux Reservoir wieder reinlegen, weil das will ich ja eh nicht. Das kann ich ja eh nicht das machen. Ich werde die Bolas Citadel wieder reinlegen. Dann lege ich auch den wieder mit rein. Mal gucken, was wir dann ziehen. So. Ja, ist okay. Aber kann ich jetzt bitte einfach mal. Ja, Lightning Helix ist auch nice. Verstehe ich alles. Aber kann ich jetzt mal ein Aetherflux Reservoir ziehen? Yes! Da ist es. Jetzt müssten wir auch eine Menge Life gainen pro Runde. Wie viel Life gainen wir? 13. Jetzt muss ich die zweite Zitadelle spielen, aber ist kein Problem. Yeah! Nice! Easy! Gar kein Problem. 13. Geil, hat funktioniert. Weiter so. Dass das direkt im zweiten Versuch geklappt hat, hervorragend. Aber es war auch lucky, dass wir Inspiring Advantage von oben gezogen haben. Ja, ich halte die Hand. Perfekt. Was wollen wir denn mehr? Wir haben Turn 1 Thraben Inspector. Ich meine, besser kann man eigentlich gar nicht starten ins Format. Können wir Turn 2 überlegen? Tapped Land, Chromatic Sphere, Selfless Savior, okay. Faceless Lutong. Man kann doch immer Faceless Lutong mal spielen. Wir müssen ja eh was in den Graveyard legen. Zum Beispiel eine Bartered Cow. Und vielleicht eine Chromatic Sphere. So, dann nochmal. Spielen wir nochmal Faceless Looting. Irgendwann wird schon. Dann legen wir jetzt mal die beiden hier weg. Aetherflux Reservoir kann ich auch irgendwann vielleicht sogar hardcasten. Müssen wir mal schauen. Ich suche jetzt halt eigentlich nur noch ein Refurbish und die Zitadelle. Ihr wisst ja, was ich suche. Ich meine, wir haben ja gerade perfekt ausgestormt. Ja, bestes Deck im Format, würde ich sagen. Och, hört doch auf mit dem Scheiß. Warum spielt denn jeder zweite Mensch Talia, Mann? Das ist so schlimm, Alter. So, ja. Nee, warte mal. Gegen ein weißes Deck. Fun. Nö, da machen wir einfach. Wir machen Mono-White Talia. Easy. Also, ich kann es verstehen,
Weiße Decks brauchen so eine Karte namens Talia, aber mich nervt's gerade. Ich einfach dann nicht ausstormen kann, solange die liegt. Es geht nicht. Nun muss ich auf jeden Fall eine Antwort finden. Eine Lightning Helix zum Beispiel. Ich werde gleich mal einen Clue-Token sacken hier. Zur Not Thrilling Discovery, aber. Ah, ist alles nicht so cool, ey. Talia macht uns schon ziemlich kaputt. Wenn ich gewusst hätte, dass im Free-to-Play-Mode so viele Talias gezockt werden, hätte ich vielleicht ein anderes Solaris erstes Mal gewählt. So, erstmal eine Karte ziehen. Noch ein Land, okay. Und noch ein Land. Na gut, ich meine. Was wollen wir denn? Was soll ich denn ziehen? Oder warte ich jetzt eine Runde und lege gleich Weather War? Und dann versuche ich damit zu überleben. Also ich sack jetzt einfach den Food Token. So geil einfach. Ey, was soll das? Warum jetzt hier auch noch Flash-Kreaturen? Absolutes Hate-Bear-Deck hier beim Gegner. Ich sacrifice den Food Token, dann spiele ich Aetherflux Reservoir und dann muss einfach alles von oben kommen oder was ist das Play? Oh. During your turn, spells your opponent. Ah, okay, gut. Ja, absolutes Hate-Bear-Deck. Ja, dagegen sind wir nicht so gut. Ich gebe es zu, dagegen sind wir nicht so gut. Nämlich 4. Ja, sagen wir mal, nehme ich 1. Gehe ich auf 14. Dann gehe ich auf 8. Also gehe ich auf 11. Oh, Luminarch Aspirant. Der ist natürlich doof. Chump, 2, 4. Aber ich kann doch nie gewinnen. Ich kann ja nie gewinnen, wenn Talia da liegt, oder? Aber ich kann auch so nicht gewinnen. Ja, okay, gut. Ich meine, das ist einfach, also. Wir sagen, wie es ist. Eine einzelne Talia stellt das komplette Deck ab. Wir haben nur Lightning Helix, um das zu besiegen. Das ist nicht ganz so leicht. Ja, nee, no attacks. Ich block hier 2, 4, 5, 6, 7, 10. Den neuen Schaden. Witzig. Ich glaube, ich hätte an der Stelle des Gegners mit jeder Kreatur angegriffen. Aber so ist auch okay für mich. So, wir müssen jetzt. Boah, keine Ahnung, ob wir überhaupt irgendwas machen können. Noch ein Land ziehen, auf jeden Fall können wir. Sehr gut. Ja, dann spiele ich mal Faceless Looting. Gehen wir ein Leben. Nice. Ja, Bullet is a Citadel kann auf jeden Fall weg. Und das kann auf jeden Fall weg. Jetzt gucke ich mal, ob ich überlebe, wenn ich die Lightning Helix caste. So. Ne, tue ich nicht, ne? Ich gehe auf 10, 13. Ach so, Moment mal. Da sind ja auch noch zwei Selfless hier. Ich war so fokussiert, wir müssen Talia wegkriegen. Hab gar nicht daran gedacht, dass da ein Selfless Savior ist. Ich bin auf 13, aber selbst der Schaden ist 4, 6, 9, 10, 13. Das ist sogar lethal. Ich lasse es mal auf der Hand. Wenn unser Gegner einfach mit allem angreift. Ja, gut. Da ist nichts zu holen. Bisschen traurige Matches hier. Banalish Marshal, auch der reicht. Oh, wow. Faceless Haven, Banalish Marshal, doch weg. Reicht glücklicherweise aber trotzdem für unseren Gegner. Hey, wir haben einmal aufgestormt. Wir werden auf jeden Fall nochmal stormen in diesem Video. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Oh, was machen wir denn hier mit? Kein weißes Mana. Ja, ich glaube, das ist auch ein Mulligan, glaube ich. Die Hand ist interesting. Ich halte sie mal. Auch kein weißes Mana. Aber mit Faceless Looting vielleicht die Möglichkeit, sich durchzuziehen. Wir haben schon das Reservoir hier. Ich glaube, ich halte das mal. Ich brauche vielleicht den Treasure vom Thraben-Inspektor. Deshalb lege ich mal ein Looting weg. Und leg erstmal ein getapptes Balagut. Und dann können wir immer noch schauen, was wir machen. Der beste Draw für mich wäre jetzt ohne Frage weißes Land. Ja, das ist schon mal sehr gut. Und Looting ist auch nicht schlecht. Aber ich habe noch nicht so wirklich was zum Weglooten. Und wenn ich jetzt Bolas Citadel ziehen würde, wäre das natürlich nice. Ich leg den. Ich könnte zur Not einfach die Karten discarden, die ich ziehe. Aber wir kommen auf jeden Fall tiefer. Dann kann ich. Ich glaube, ich lege ein Reservoir ab. Zur Not kann ich ja auch das Reservoir ins Play cheaten nächste Runde. Okay.
Das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so kacke, das schon mal, oder? Ist das. Ah, wahrscheinlich will ich lieber eine Karte ziehen, ne? Ich könnte das Wetherby ins Spiel bringen und mich einfach. Aber dann morche ich wieder die. Nee, ich glaube, das lassen wir mal. Ich könnte noch Faceless Looting spielen. Ich kann End of Turn eine Karte ziehen. Ich ziehe mal End of Turn eine Karte. Ist gar nicht so leicht, dieses Deck zu spielen. Okay, wir spielen aber häufig gegen Mono White einfach. Bitte. Boah, das ist. Okay. Schon nervig. Nehme ich, glaube ich, mal einfach drei, ziehe eine Karte, guck mal, was passiert. Zitadelle, 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 Zitadelle! Sehr schön! Allerdings habe ich jetzt. Ja, jetzt habe ich leider keinen weiteren Artefaktapparat. Aber werden wir schon was finden. Werden wir schon was finden. So. Das könnte ich als Land legen. Ich könnte aber auch nächste Runde Birth of Milites. Ne, ich lege das als Land. Dann habe ich nächste Runde Birth of Milites und hoffentlich Lightning Helix auf dem Pride Mate. Ich hoffe, der ist dann noch nicht. Ich hoffe, der hat dann noch nicht gewonnen. Und ich hoffe, ich habe noch genug Lebenspunkte. Oh nein. Alter. Nein. Ich habe nicht mehr genug Lebenspunkte. Ich bin einfach tot. Ich bin absolut tot, 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 tot. Ich habe eine Runde zu lange gebraucht und jetzt bin ich einfach absolut übertot. Ich nehme. Ja, 300 Schaden, ne? Ich kann auch nichts. Wenn ich die beiden Karten. Nee, kann ich nicht. Müsste irgendwas ziehen, was für 0 Mana ein Artefakt generiert. Das kann ich nicht. Und selbst dann. Da ist noch ein Wetherwar. Faceless Looting? Ich meine, ich kann es mal austesten. Faceless Looting, Bartered Cow Discard oder so. Nee, das funktioniert alles nicht. Bin ich kaputt. Ah, Mann, ey. Das sind aber auch alles nur so aggressive Decks, ne? Alle nur so One-Drop, Two-Drop, Disruption. Gibt's nichts anderes im Free-to-Play-Bereich? Boah, die Hand ist super gut. Wenn wir noch ein. Ich glaube, ich halte die Hand. Wir sind on the draw. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass unser Gegner nicht wieder Turn 2 Talia legt oder einfach eine Plains into One Drop legt, sondern wir auch im Free-to-Play-Modus vielleicht ein bisschen was Diverses sehen hier. Ich halte die Hand, wir können die Chromatic Sphere cyclen. Wir haben The Thrilling Discovery, Doppel-Discard Barter. Wir haben die Bolas Citadel, oder Discard Bolas Citadel, Barter Cow. Wir haben das Aetherflux Reservoir. Ich halte die Hand, ist gierig, ich weiß. Geht schon klar. Ach, come on, Alter. Mein Gott. Ja, dann müssen wir das, glaube ich. Dann spielen wir, glaube ich, Lutong als erstes, was? Schmeiße ich mal. Kein Land ist ein bisschen ärgerlich. Leute, wie kann das denn wahr sein? Ey, jetzt mal ungelogen, wie kann das denn sein? Jeder Gegner spielt Mono-Weiß Talia, als ob man nicht irgendwie auch mal was anderes sehen kann. Ich gehe gleich auf die Ladder, Alter. Wirklich. Ich gehe für die nächsten Matches einfach auf die Ladder, was soll's. Ja, so können wir nicht gewinnen, ne? Das ist halt irgendwie. Solange Talia da liegt, können wir nicht gewinnen. Es ist unmöglich. Und so komme ich halt auch nicht, so komme ich auch nicht zur Zitadelle mit einem einigermaßen hohen Life-Totals, weil ich einfach vorher massiert wäre. Das ist so Thrilling Discovery hier jetzt zu casten, wäre wahrscheinlich gut gewesen, aber geht ja gar nicht. Ah. Okay. Gehen wir raus.
Ich versuche es noch einmal in der Queue hier. Und wenn ich da noch ein weißes Land gehe, dann sehe ich, dann gehe ich auf die Ladder. Das ist halt so eine okaye Hand, wo die Pieces fehlen. Aber da können wir halt mitspielen. Wir haben Artefakte, wir haben einen Removal Spell, wir können uns mal neue Karten raussuchen. Ich würde sie einfach halten, in der Hoffnung, dass wir so ein paar von den Key Pieces nachziehen. Das ist eine solide Hand, wo die Combo Pieces fehlen. Mal schauen, was der Gegner uns jetzt hier zu bieten hat. Der Gegner macht einen Mulligan. Wenn alles super läuft in dem Video, dann geht der gleich einfach raus. Oh, grünes Land. Okay. Das ist vielleicht keine Talia. Könnte jetzt natürlich Plains Talia kommen. Das ist halt möglich. Elfen. Okay, die Elfen. Na gut, den würde ich erstmal direkt kaputt machen, weil der ist, glaube ich, ein bisschen zu gut. Zack. Nächste Runde Birth into Plains. Wir haben auf jeden Fall genug Artefakte, um irgendwann die Bolas Citadel zu reanimaten. Oh, das war schon mal ein guter Draw. Das war ein sehr guter Draw. Muss ich doch einfach mal sagen. Nutze das jetzt hier alles noch so ein bisschen. Wie das hier alles mal noch so ein bisschen aus. Und denke dann ab der nächsten Runde. Thrilling Discovery. Wäre natürlich schöner, wenn wir an dieser Stelle jetzt schon eine Zitadelle auf der Hand hätten. Okay, Warmaster. Gibt ordentlich Damages. Lightning Helix. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, schieße ich einfach den Warmaster ab. Greif an. Lass mir den Rest auf der Hand. Ich ziehe wahrscheinlich einfach eine Karte mit der Chromatic Sphere. Ich meine, das eine Mana, okay, hätte man vielleicht noch nutzen können, aber... Ich suche im Prinzip eigentlich nur noch eine Zitadelle. Wenn ich eine Zitadelle gefunden habe, kann ich die mit Thrain Discovery discarden. Vielleicht hätte ich hier sogar das Land noch spielen sollen. Breath of Melitis können wir auf jeden Fall abschmeißen. Nächster Elvish Warmaster, okay. Gegner spielt also mindestens drei davon. Kann ich nachvollziehen, ist ja auch eine gute Karte. So. Das war wahrscheinlich nicht optimal. Okay, noch so eins. My turn. Immer noch keine Zitadelle. Immer noch keine Zitadelle. Ziehen wir nochmal eine Karte. Immer noch keine Zitadelle. Na gut, dann fange ich jetzt mal an, Dinge abzuschmeißen. Immer noch keine Zitadelle. Na gut, aber mit Faceless Looting sollte das ja jetzt machbar sein, oder? Faceless Looting, zumindest haben wir auch schon mal Bartered Cow. Ja, ich meine, es wird jetzt natürlich auch ein bisschen heftiger von den Damages her, die unser Gegner jetzt hier so reinzündet. Also, ja, es wäre jetzt gut, ich sag's wie es ist, es wäre jetzt gut, so langsam in den Bereich von meiner Zitadelle reinzukommen. Also noch nehme ich keinen Schaden, zumindest im Moment nicht. Wow. Noch ein Archdruid? Okay, strong. Yep, ich block mal. Und jetzt müssen wir abgehen. Jetzt muss die Zitadelle halt auch gefunden werden. Refurbish, ja, das ist voll gut, dass wir so viele von diesen Reanimate-Effekten haben. Können wir jetzt auch noch die Zitadelle ziehen? Please. Warte mal, ich kann sogar... Ich ziehe mit Thrilling Discovery mehr Karten, aber die kommt dann halt nicht in den Graveyard, ne? Na, okay. Man! Nothing! Nothing! Dann schmeiße ich einen Refurbish ab, oder was? Mach einen Food Token, mach einen Cleric. Leg das jetzt hier noch getappt. Dann habe ich nächste Runde immerhin die Möglichkeit, nochmal vielleicht mit Flashback Faceless Looting reinzukommen. Jetzt hat uns der Gegner hier eine Chance gegeben, aber naja, jetzt nehmen wir einfach unendlich viel Schaden. Ne? Gibt der auch Trample eigentlich? Nee, aber naja, +2 +2. Moment. Wie oft kann man das machen?
Wie oft kann man das machen? Ist das schon lethal? Okay, pass auf, ich block einfach die dicksten. Nämlich 10 gehe ich auf 20. Okay, jetzt aber. Come on. Zitadelle. Baseless Looting. Come on. Alter, jetzt Zitadelle. Ziehen. Hallo, Manometer, du. Ja, dann geht's wieder nicht, ne? Dann bin ich einfach tot. Selbst wenn ich jetzt noch ein... Selbst wenn ich jetzt mit dem Trash, mit dem Clou die ziehe. Ah. Okay. Zitadelle ist einfach gar nicht da. Ja, dann bin ich kaputt. Okay, versuchen wir es auf der Ladder. Ey, wenn's im Play-Mode nicht klappt, dann versuche ich es einfach auf der Ladder. Wir dürfen anfangen auf der Ladder, Leute. Wir sind jetzt finally auf der Ladder. Wir spielen gegen Giganta the Wellspring. Wir haben... Ich glaube, ich mache hier einen Maligen. Die Hand ist einfach zu slow für Historic. Die Hand hat rotes Mana. Ich wollte gerade sagen, haben wir nicht. Müssen wir, glaube ich, keepen. Ist aber auch nicht die beste Hand, die ich jemals gesehen habe. Was uns hier fehlt, ist ganz klar die, der Refurbish-Effekt, also Karte aus dem Graveyard wiederholen und zusätzlich auch noch die Karte, die wir aus dem Graveyard wiederholen wollen. Okay. Ja, das würde ich, glaube ich, ganz einfach direkt mal eine Lightning Helix draufknallen. Oh, wie gut Bart hat kaum in dem Matchup ist. Gegen Mono Rot Burn. Das ist so gut. Wir gönnen uns jetzt einfach erstmal... Doppel-Discard, Doppel-Kau. Schmeckt. Leider haben wir immer noch nichts gezogen, was wir brauchen. Aber mal gucken. Das ist okay, geht einfach nicht. So. Überleben werden wir jetzt erstmal eine Runde. Das haben wir sichergestellt mit den drei Bardot-Kaus. Nur wofür was, ist die Frage. Ja. Ja. Card on top, attack mit Arcanist, play with fire ins Gesicht, Wizard Lightning, ja sicher. Der ist auch noch ein Wizard, das gibt's ja nicht. Okay, gehen wir auf 18. Das war ein guter Zug vom Gegner, das kann man nicht anders sagen. Mhm, auch das hilft nicht. Ting. Mhm, auch das hilft jeweils nicht. Sphere ist nochmal Card Draw. Ich glaube, ich lege das Land weg. Achso, ich muss ja noch eine Karte weglegen. Ups. Aber es ist beides nochmal Karten. Ja, ich glaube, ich lege einfach die Sphere weg. Oh. Lightning Helix auf den Arcanist erscheint mir vernünftig. Jetzt brauche ich eine Zitadelle, wenn es geht. So langsam. Ah, rot-blau. Okay. Zeitig Discharge. Gehen wir auf 17. Okay, das werde ich auf jeden Fall... Werde ich das jetzt casten? Ja, ich glaube, ich caste das jetzt einfach. Blub, blub. Sehen wir jetzt vielleicht eine Zitadelle? Nope. Okay. Wir können mit Faceless Looting das Reservoir weglooten. Das war. Okay. Reckless Charge. Oi. Das ist aber frech. Okay, ja, das wird jetzt problematisch. Jetzt haben wir uns wieder selber gefistet. Als wenn der Gegner keine Talia spielt, dann haben wir uns wieder selber ein Bein gestellt. Alter, das kann nicht sein. Oh Mann, ey. Ja gut, dann sind wir einfach wieder kaputt, ne? Ich mein, Reckless Charge into, keine Ahnung, Wizards Lightning sind... Wie viel Schaden? Dora... Ja, das reicht nicht, okay. Da gibt's nichts, oder? Gibt's da gerade was für... Ah, Reckless Charge. Oh. Oh, geil. Ja. Überlebe ich noch eine Runde? Blacklist Charge killt uns einfach, ne? Kann ich irgendwas dagegen machen? Ich meine, ich kann eine Lightning Helix auf das Ding spielen. Ich kann Faceless Looting spielen. Discard auf jeden Fall schon mal Birth und Inspiring Vantage. Dann spiele ich noch ein Land. Dann spiele ich Lightning Helix auf den. Aber dann, glaube ich, überleben wir immer noch nicht so richtig.
Ich glaube, ich bin immer noch tot. Reckless Charge Flashback sind irgendwie 5 Damage. Consider sind 6 Damage dann. Ja, also ich meine, ich bin nicht tot, aber close to. Play with Fire sind auch eine Menge Schaden. Ja, jetzt bräuchte ich noch eine Helix. Mann. Ah, nee. Ist geil, aber jetzt habe ich einen Aetherrax Weatherwall im Play. Ja, okay, opfer ich. Und jetzt? Mein nichts. Also ich. Static Discharge für wie viel Damage? Alter, das überlebt doch kein Mensch. Also ich glaube, ich überlebe es nicht. Ja, sind wir tot. Geil. Gegen Burn. Ah, okay. Ein letztes Game versuche ich noch. Immerhin konnte ich einmal euch das Upstormen zeigen hier. Meine Güte. So, Bonus-Match. Hand ist super. Okay, jetzt muss funktionieren. Im Bonus-Match muss jetzt alles einfach sitzen. Viel besser können wir nicht ziehen. Es fehlt nur eine Bolas Citadel. Okay. Spire Bluff Kanal mit Stop. Wahrscheinlich ein Consider oder ein Play with Fire oder sowas. Zweites Inspiring Vantage auch nicht schlecht. Wenn ich jetzt noch eine Zitadelle ziehe, Leute. Ich sehe hier großes Potenzial für diese Hand. Sehr großes Potenzial. Okay. Fine. Totally fine. Pillar auf den. Ja, das ist in Ordnung. Das ist fein. Wyclef Cleric ist eine Karte, die man auch durchaus wegschmeißen kann. So, Plane schon mal rausgesucht. Library ein bisschen ausgedünnt. Okay. Next step. Discard Bartered in Kau. Bartered in Kau. Es gibt Bartered in Blatt. Bartered Kau. Und weiß ich noch nicht. Und hoffentlich weiß ich auch noch nicht. Crash through. Okay, das ist alles fein soweit. Ja. Okay, Faceless Looting. Okay, jetzt kommen die Phoenixe oder was? Bitte nicht so viele Phoenixe, wenn es geht. Nicht so zwei. Okay. Ladies and Gentlemen, es wird schon wieder eng. Es wird schon wieder eng. Lightning Helix, okay. Kauft uns ein bisschen Zeit. Lege ich ein getapptes Land und lass mir die Lightning Helix offen. Okay. Sprite Dragon. Ja gut, dann müssen wir, glaube ich, den Sprite Dragon abschießen, wenn ich das hier richtig sehe. So, gehe ich wieder auf 17. Okay. Come on, ich brauche nur die Zitadelle. Dann ist alles gut. Ich gehe wieder auf 19. Valakut's Awakening, okay. Ist eine Magic-Karte. Ist eine Magic-Karte. Ist definitiv eine Magic-Karte. Ich caste das direkt. Ich brauche nicht Bartered Cow und die beiden. Das muss ich zum Discarden haben. Okay. Da ist eine Zitadelle. Okay. Kostet aber immer noch relativ. Es kostet relativ viel Mana und relativ viel Leben vielleicht. Ich weiß nicht. Okay, wir sind auf 15. Na gut. Thrilling Discovery. Discard. Bolas Citadelle. Und Valakut's Awakening. Ich meine, ich kann das Land legen. Dann habe ich nächste Runde gegebenenfalls, wenn ich noch ein Land ziehe, Refurbish und Thrilling Discovery offen. Ne. Unholy Heat macht er einfach. Okay, dann mache ich hier sowas. Bevor der Sprite Dragon zu groß wird, lieber schnell noch die Lightning Helix ansetzen. Und dann. Okay. Okay. Wir können, wenn alles okay läuft, starten wir mit Bolas Citadel auf 17 Leben. Bitte jetzt nicht irgendwie nochmal zwei Phoenix in den Graveyard legen.
Bolales Citadel, Bolales. Ich bin schon ganz nervös. Ich bin schon ganz nervös. Es kommt zumindest dazu, dass wir Bolales Citadel wahrscheinlich nochmal reanimaten können. So. Da ist ein Phoenix weg. Okay, aber jetzt nicht noch zwei Spells, bitte. Dann gehe ich auf 14. Nee, okay, das ist gut. Das ist gut. 17. Auf geht's jetzt. Refurbish. Gib ihm. Mhm. So, wir ziehen Birth, okay. Land ist relativ schnell da gewesen. Gefällt mir nicht so richtig gut. Ah, ich suche ja erstmal. Oh, perfekt, geil. Wirklich? Nächster Draw ist halt Bolas Citadel, Alter. Kann nicht sein. Ich muss super schnell Aetherflux Reservoir finden. Junge! Das kann nicht wahr sein! Das kann einfach nicht wahr sein! Wir haben doch schon eine auf der Hand! Wieso ziehen wir dann 2, 3 und 4? Ja, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Ich muss Thrilling Discovery spielen, weil wenn ich auf 2 gehe, kann ich Aetherflux Reservoir nicht mehr spielen. Das heißt, ich muss das machen. Geht nicht anders. Refurbish auf. Haben wir ein Aetherflux Reservoir? Nee. Wenn ich Refurbish caste. Muss ich. Okay. Da ist aber das Aetherflux Reservoir. Okay. Ja. Farm Inspector kostet nur 1. Nein, da ist noch ein fucking Land. Wir sind kaputt. Die Zitadelle 3 und 4 einfach da oben lagen. Jetzt liegt da oben noch. Ich habe wirklich alles versucht. Ey Leute, ich habe alles versucht. Und dann kommt Zitadelle 3 und 4 und Land und Land und Land. Es gibt's doch einfach nicht. Es ist nicht möglich. Ja. Ich krieg mindestens 6 Schaden. Aber danach kann ich wahrscheinlich off Stormbo kommen. Combo stormen. Also, oder Dragon Rage Standard hat kein Haste. Der hat kein Haste. Unholy Heat, okay. Ja, dann überlebe ich ja sogar noch eine Runde. Moment. Moment. Gehe ich auf 3. Das ist ja super entspannt. Ja, dann gewinnen wir das ja sogar noch. Ah, da liegt natürlich ein Land oben, klar. Ich spiele das Land direkt. Kann ich nicht machen. Aber ich kann hier sowas machen. Für ganz viel Leben. Ja, kann ich spielen. Kann ich wieder eine neue Zitadelle mir rausholen? Okay, ja, ist gut. Das ist doch dumm. Aber wir gehen ja die ganze Zeit Leben. Das sollte eigentlich klar gehen. Valar kurz Awaken. Nee. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Birth. Ja, jetzt machen wir mit zu viel Leben. Okay, wir können offstormen, Leute. Wir können finally offstormen. Für x gleich 0. Chromatic Sphere. 16. Faceless Looting. Discard Bartered Cow und Aetherflux Weatherwar. Faceless Looting. 28. Discard. Sowas hier. Okay. Nice. Im letzten Bonus-Game hat es dann noch geklappt. Wuhu! Gekillt! 50. Okay, das ist ein versöhnlicher Abschluss für dieses Deck. Mad Cow Storm. Ich habe euch versprochen, dass es mindestens noch einmal klappen wird. Es hat noch einmal geklappt. Vielen Dank fürs Zuschauen bis zum Ende. Wenn ihr die Deckliste selber mal austesten wollt, ich empfehle euch, auf die Ladder zu gehen und nicht im Solo-Play zu spielen, weil die Decks auf der Ladder scheinen machbarer zu sein. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auf den Abo-Knopf drückt oder den Daumen-Hoch-Knopf drückt, wenn euch das gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss!